Eins. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Guten Abend, hallo zusammen. Hallo Martin. Hallo Martin. Haben wir wieder eine kleine Kooperation heute. Martin und ich werden uns in der nächsten Stunde ein bisschen näher angucken, was Infrarotlicht ist und was Infrarotlicht für Vorteile für unsere Gesundheit hat. Es hat natürlich den Hintergrund, dass jetzt gerade Sommer ist. Jeden Tag haben wir kostenlos eine Infrarotlichtquelle am Himmel. Das, was auf uns herabscheint. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Infrarotlicht im Alltag anders zu nutzen. Und da stellen wir verschiedene Vorteile mal vor. Aber es ist, denke ich, eine sehr einfache, aber effektive Möglichkeit, mehr Natürlichkeit und vor allem mehr Regeneration und Energie in unseren Alltag zu bringen. Und Infrarotlicht hat eine ganze Menge auf dem Kasten. Wir haben eine ganze Menge auch Studien, die wir hier und im Skript vorstellen. Und ich denke, da wird für jeden was dabei sein. Genau, während das hier jetzt läuft, das wird jetzt eine Stunde dauern ungefähr, die Präsentation. Danach haben wir ein kleines Video vorbereitet zwischendurch, das kündige ich dann noch an und danach haben wir noch Zeit für eine Live-Fragerunde. Während das hier läuft, bekommt jeder auch eine E-Mail, so ungefähr nach einer Stunde bekommt jeder eine E-Mail zugeschickt, wo das Skript enthalten ist, wo die Aufzeichnung enthalten ist, wo alle Links enthalten sind. Im Skript ist nochmal ein bisschen mehr Info, ein bisschen mehr Text, das sind auch mehr Studien hinterlegt, wer da ein bisschen nachlesen möchte. Genau. Können wir loslegen, Martin, oder? Na, sehr gern. Bin Sehr gespannt. schön. Dann schalte ich jetzt mal meinen Bildschirm frei, wie immer, und dann. Sehr schön. Alles hochprofessionell, wie immer. Genau. Was gucken wir uns an inhaltlich? Erstmal klären wir, was ist Infrarotlicht? Die Vorteile und Nutzen von Infrarotlicht und wirklich im Hinterkopf behalten. Man kann natürlich sich eine Infrarotlicht-Sauna nach Hause stellen. Da haben wir auch eine gute Empfehlung am Ende. Da haben uns mal verschiedene Firmen genauer angeguckt, verschiedene Infrarotlichtkabinen und würden da auch tatsächlich Clearlight empfehlen. Da werden wir am Ende nochmal was vorstellen. Aber es gibt eben auch verschiedene Infrarotlichtquellen im Alltag, die man nutzen kann, die nichts oder nur wenig kosten. Da möchte man dann nochmal eine Gegenüberstellung machen: Infrarotsauna versus klassische finnische Sauna, dass es nochmal Unterschiede gibt. Vielleicht auch ein paar Mythen, die über Infrarotlicht kursieren. Also wir sehen wirklich Infrarotlichtsauna als die Sauna der Zukunft an und ich denke, in der nächsten Stunde wird sich dann auch herausstellen, warum wir diese Sicht haben. Am Ende haben wir dann auch noch so ein paar häufig gestellte Fragen, Kontraindikationen, ein paar gute Empfehlungen, auch ordentliche Rabattcodes haben wir da ausgehandelt, also eine ganze Menge Geld kann man sich da auch sparen und alles, auch alle Links, die ihr findet in diesem Webinar, da bekommen wir eine Provision drauf. Das finde ich auch wichtig, immer zu erwähnen. Das hier ist alles kostenlos. Wir versuchen, alles kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber es ist natürlich auch sehr zeitaufwendig für uns und auch sehr kostenintensiv. Und deswegen können wir auch über diese Empfehlungen dieser Webinare refinanzieren, aber trotzdem für alle kostenlos zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, man muss hier überhaupt nichts kaufen oder den Empfehlungen folgen. Man kann eben auch einfach mal eine neue Sicht auf die Sonne erlangen und was die Sonne jeden Tag für uns bereitstellt. Gut, dann übernehme ich mal mit der Lichttherapie. Ich würde jetzt einfach mal einen Einstieg geben, wie wir Licht überhaupt schon nutzen, jetzt therapeutisch oder auch präventiv. Und dann können wir uns langsam hinhangeln in Richtung Infrarot, wie wir das nutzen können. Dann als Hauptthema dann für das heutige Webinar. Was wir wissen, ist, dass ohne Licht kein Leben stattfinden kann. Also im Prinzip nicht nur Pflanzen brauchen Licht, da wissen wir das ja immer, sondern auch der Mensch braucht Licht. Ja, also ganz vereinfacht wissen wir, dass wir die Sonne brauchen, um Vitamin D zu bilden. Aber das Licht hat für uns noch viele, viele andere Effekte, vor allem die einzelnen Lichtspektren, die dann dahinter stehen. Was unser Problem heutzutage ist, dass wir sehr häufig in künstlichen Umgebungen sind, also quasi jetzt in Innenräumen, wo wir künstliches Licht haben. Und dieses künstliche Licht hat eher, das werde ich euch dann auch nochmal zeigen, eher einen sehr starken Blaulichtanteil. Das heißt, fehlt uns das komplette Rotlichtspektrum und andere Spektren, die für die Gesundheit wichtig sind. Allgemein die Lichttherapie ist ein anerkanntes medizinisches Verfahren, also in der wissenschaftlichen Medizin sehr anerkannt und wird auch schon eingesetzt, also im Bereich von Depressionserkrankungen, bei Hautkrankheiten auch schon Rotlicht sehr, sehr beliebt oder auch für Autoimmunerkrankungen wird das eingewendet. Auch bei arthrotischen Erkrankungen, also ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, die jetzt schon auch in Studien analysiert sind, zum Beispiel Clearlight, die du angesprochen hast, die haben auch über 5000 Studien dann in der Hinterhand, die einfach als Basis auch für das Ganze dienen.
Dann werden verschiedene Lichtspektren eingesetzt. Wir haben UV-Licht, was wir schon kennen. Blaulicht wird auch vereinzelt eingesetzt. Hat jetzt nicht nur, wie wir immer sagen, auch schädliche Wirkungen, sondern positive Wirkungen. Rotlicht und schlussendlich auch das Infrarotlicht, um das es hier gehen soll. Also Licht als elementarer Baustein und natürlicher Baustein unserer Gesundheit, den wir nutzen sollten, den wir brauchen, einerseits durch normales Sonnenlicht, aber auch wir können es medizinisch immer mehr nutzen durch technologische Fortschritte. Und dann schauen wir mal direkt in die Spektren rein. Das, was wir an Licht sehen, ist ein relativ kleiner Teil. Also das Farbspektrum des Regenbogens, sagt man immer. Ihr seht hier nur unten diesen ganz kleinen Ausschnitt. Ich glaube, das sind 5 bis 10% des gesamten Spektrums, welches wir mit den Augen wahrnehmen können. Und auch Teile des roten Lichts können wir noch sehen. Und wenn es dann nach rechts in Infrarotstrahlung geht, so ab 700 Nanometer ist es dann für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar. Genauso ist das mit der Ultraviolettstrahlung, die wir ab ungefähr 400 Nanometer Wellenlänge dann nach links hier in der Abbildung dann einfach mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen können. Aber wir können sie spüren. Und das heißt auch, dass sie da ist. Infrarot spüren wir besonders über Wärme. UV-Licht merkt man auch einfach, indem die Haut auch mit reagieren kann, natürlich durch Bräunung und verschiedene Reaktionen. Und da wird Licht für uns erstmal sichtbar. Und genau, die ist auf jeden Fall immer da und der Körper reagiert auch drauf. Wir haben in der Haut Photorezeptoren, die Licht immer jederzeit wahrnehmen und auch umwandeln. Und genauso wie das im Endeffekt die Solarpaneele auf unseren Dächern machen, die Licht in Energie umwandeln, kann das unser Körper im Prinzip auch. Und da nutzen wir einfach verschiedene Lichtspektren. Wenn wir jetzt mal genauer ins Infrarotlicht reingehen, dann sehen wir da auch nochmal eine Unterteilung. Also was auch nochmal wichtig ist, ihr seht jetzt hier den Infrarotteil, der unten aufgeteilt ist, links von 0,4 bis 0,7, das sind jetzt Mikrometer, ne? Genau, ja, Mikrometer ist das sichtbare Rotlicht, was wir einsetzen. Da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Und erst ab den 0,7 Mikrometer kommen wir in den Infrarotbereich. Und der wird auch nochmal in drei Teile unterteilt. In Deutschland ist es Typ A, B und C. Und im amerikanischen Raum sind das Nahinfrarotlicht, dann das Mittelinfrarotlicht und Ferninfrarotlicht, was auch nochmal verschiedene Wirkungsweisen hat, auf die wir jetzt dann auch nochmal eingehen. Dann werden und die einfach von der Wellenlänge her, das wird so ein bisschen physikalisch, unterschiedliche Eindringtiefen in den Körper haben, unterschiedliche Schwingungsraten auch in unseren Zellen und unseren Molekülen dann auch bedingen und dadurch auch ganz, ganz unterschiedliche Wirkungen haben können. Und wir werden nachher so 18 Wirkungen der von Infrarotstrahlung, Infrarotsauna vorstellen. Und die verschiedenen Wirkungen kommen einfach auch nochmal durch die Wellenlänge mit zustande, durch das, was schlussendlich Licht in unserem Körper auch bewirkt, eben Mikroschwingungen oder Rotation auch in Molekülen in unserem Körper hervorruft. Und ich denke, das Schönste, was jeder schon mal so am Lagerfeuer saß abends, was wir direkt spüren, ist diese tiefe Wärme, das tiefe Wohlbefinden. Und im Endeffekt ist das auch ein großer Teil davon, die Infrarotstrahlung. Und gerade hier auf dem linken Bild sieht man auch, wie wir an Infrarotstrahlung rankommen können. Es ist im Prinzip die Sonnenkraft. Und besonders am Morgen und am Abend merkt man auch durch die Röte, ist der Rotlichtanteil besonders hoch. Wir haben immer einen gewissen Infrarotanteil, aber besonders morgens und abends ist es besonders hoch. Und da ist auch die Chance, das auf natürlichem Wege dann zu fördern, einfach frühzeitig rausgehen. Jetzt im Sommer muss das natürlich schon sehr zeitig sein. Ansonsten dann abends auch ganz gemütlich den Sonnenuntergang anschauen. Man merkt ja auch selber, was das für einen positiven Effekt hat. Und immer mal wieder so ein Lagerfeuer in bester Gesellschaft. Das ist auch eine Wohltat für die Seele und für den Körper. Und das ist auch das Schöne, was wir hier mit dem Infrarotlicht bewirken können. Und deswegen haben wir, denke ich, auch sehr Bock auf dieses Webinar, weil es einfach ein schönes Thema ist und so ein Gesundheitstipp, den wir noch gar nicht so oft drin hatten und jetzt auch einfach in Zukunft mit mehr vertiefen werden. Und das passt, denke ich, hier ganz gut. Genau, das meiste hiervon hatte ich schon gesagt. Wir haben, was wir beim Nahinfrarot und bei dem sichtbaren Rotlicht nicht direkt spüren, ist Wärme. Das spüren wir erst ab diesen längeren Wellenlängen. Also das mittlere Infrarot, das ferne Infrarot, da spüren wir einfach mehr diese Wärme. Erwärmt nicht die Luft, sondern diese Infrarotstrahlung erwärmt direkt den Körper von innen. Die langen Infrarotwellen haben eine Eindringtiefe so von 5 cm und können dann quasi wie so eine Tiefenwärme von innen heraus fördern. Und da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Das wirst du dann nochmal machen, der Unterschied zwischen, was ist denn eine Sauna und was ist der Unterschied zur Infrarotsauna.
Da wird das nochmal ganz präsent sein, ne? Wichtig hier ist nur zu wissen, dass die unterschiedlichen Wellenlängen verschiedene Wirkungen erzielen und dass wir damit im Prinzip unterschiedlich auch arbeiten können. Ja. Da haben wir genau hier nochmal vorab die Unterscheidung. Ihr seht jetzt hier auch nochmal links, haben wir das nicht wärmende Infrarotlicht, was ich gerade gesagt habe. In der Medizin oder ja allgemein auch in der Heilpraktik nennt man das Photobiomodulation oder Low-Level-Light-Therapy. Gerade wenn man auch in Studien schaut, da einfach wichtig zu unterscheiden. Meistens ist dann diese LLT angegeben, Low-Level-Light-Therapy. Und das ist wirklich dieses sichtbare Rotlicht und Nahinfrarot, was dann da dahinter steht. Es sind kurze Wellen, die haben eine hohe Eindringtiefe, sehr weit ins Gewebe rein und hat nochmal ganz andere Effekte dann auch in Richtung Regeneration und Zellenergie. Und wir haben das wärmende Infrarotlicht auf der rechten Seite dann, die haben hyperthermische Prozesse anstoßen im Körper, also die direkte Wärme, auch Saunen erzeugen. Und hier ist interessant, die haben ein Spektrum von 8 bis 14 Mikrometer, welches besonders wirksam ist, weil das so auch die menschliche Wärmestrahlung, das menschliche Frequenzspektrum abdeckt. Und das sind längere Wellen mit bis zu 5 cm Eindringtiefe. Und das ist so der Unterschied, weil wir nachher dann auch noch mal ein paar Geräte, ein paar Wirkungen vorstellen. Und zwischen den beiden können wir im Prinzip unterscheiden. Das ist auch immer wichtig. Also eine gute Infrarottherapie kombiniert auch immer beides. Also in Studien guckt man sich oft, wie du sagst, nur eine Sache an, aber in der Praxis kombinieren wir beides, weil nur wenn wir wirklich die Rotlichttherapie mit der Infrarotlichttherapie kombinieren, werden unsere Mitochondrien maximal stimuliert. Und Mitochondrien ist ein Wort, das wir heute noch öfters benutzen werden. Aber sehr schöne Zusammenfassung. Dann würde ich jetzt wieder übernehmen. Wir haben jetzt mal schön rot dargestellt. Da zeigt schon, um was wir reden. Macht's einen Vorteil und Wirkung von Infrarotlicht vorbereitet und würden da jetzt mal vorstellen, was passiert, wenn Infrarotlicht auf unseren Körper trifft und vor allem, was passiert, wenn man Infrarotlicht länger oder regelmäßig nutzt. Wenn man sich jeden Tag in die Sonne legt, wenn man vielleicht auch ein paar Infrarotlichtbirnen in seinem Zuhause hat oder wenn man auch regelmäßig in die Infrarotlichtsauna geht, was passiert, wenn man Infrarotlicht in seinem Alltag nutzt und vor allem wieder dieses natürliche Lichtspektrum in seinen Alltag bringt. Licht hat nicht nur den Vorteil, dass wir sehen können, sondern hat eben auch wichtige biochemische Effekte für unseren Körper. Und dann werdet ihr, denke ich, auch verstehen, warum wir mittlerweile so große Fans von Infrarotlicht sind und warum auch wir jetzt in der Familie eine Infrarotlichtsauna haben und auch feiern. Ganz wichtig, die Infrarotlicht Strahlen dringen tief in unseren Körper ein, dringen tief in unsere Zellen ein und aktivieren zuerst einmal die Mitochondrien. Wir haben in unserem Körper, ich glaube, 30 Billionen Mitochondrien, 1000-mal mehr Mitochondrien als körpereigene Zellen. Das sind die Energiekraftwerke in unseren Zellen. Die produzieren Energie, die produzieren ATP und es gibt bei der Energieproduktion verschiedene Flaschenhälse. Wenn wir diese Flaschenhälse erweitern können, produzieren unsere Mitochondrien mehr Energie und diese Energie spüren wir. Wir haben einen besseren Stoffwechsel, wir haben mehr Lebensenergie zur Verfügung. Und was Infrarotlicht macht, es aktiviert oder stimuliert ein Enzym in den Mitochondrien namens Cytochrom-C-Oxidase. Und wenn das passiert, produzieren die Mitochondrien, wenn wir im Infrarotlicht sind, mehr Energie. Und das spürt man. Das hat viele, viele Vorteile. Das ist einer der wichtigsten Vorteile von Infrarotlicht, dass unsere Mitochondrien einfach mehr Energie produzieren und wir dieses Mehr an Energie auch wirklich spüren können. Zweite wären die Hitzeschockproteine. Das ist jetzt allgemein auf die Hitzetherapie bezogen. Wenn wir schwitzen, ob wir jetzt in die Sauna gehen, in die Infrarotsauna oder in die Sonne und da schwitzen, wenn uns heiß wird, bildet unser Körper Hitzeschockproteine. Und wir reden hier wieder vom Hormesis-Prinzip. Das heißt, wir setzen kurze Stressreize für unseren Körper. Diese Stressreize machen unseren Körper robuster. Und die Hitzeschockproteine sind ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wenn wir kurzzeitig unseren Körper erhitzen, auch ein bisschen höher erhitzen als seine Körpertemperatur, dann bildet er Kompensationsmechanismen, die uns längerfristig robuster machen. Und die Hitzeschockproteine hier im Bild, es ist ein wichtiges Hitzeschockprotein aus der Klasse der Chaperone, die sehen auch sehr schön aus, die wirklich unsere Zellen produzieren, unsere Zellen robuster machen. Das heißt, unsere Zellen sind robuster gegenüber Krankheitserregern, gegenüber Giftstoffen. Und ja, werden in ihren Funktionen sehr gut unterstützt. Dann die Entzündungslinderung. Über chronische Entzündungen reden wir jetzt sehr, sehr häufig. Chronische Entzündung ist ein Risikofaktor für eigentlich alle chronischen Erkrankungen.
Und alles, was in unserem Alltag chronische Entzündungen lindert, bringt uns mehr Gesundheit, Lebensqualität und ist vor allem bis ins hohe Alter. Und was Infrarotlicht macht, stimuliert direkt die Mitochondrien. Das heißt, die Mitochondrien produzieren weniger freie Radikale, dafür mehr Energie. Also der Energie, diese Sauerstoff, die Elektronen-Sauerstoff-Transportkette funktioniert besser. Das heißt, weniger freie Radikale, mehr ATP. Das heißt, durch das mehr an ATP werden Regenerationsprozesse angeregt. Mitochondrien, wenn die stimuliert werden, produzieren dann auch selber Infrarotlicht, produzieren selber Biophotonen. Das heißt, das Infrarotlicht, das auf unseren Körper trifft, wird von den Mitochondrien noch weiter verstärkt. Und es ist ganz cool, diese Biophotonen nutzen Mitochondrien im ganzen Körper miteinander zu kommunizieren und auch um bestimmte Regenerationsprozesse zu koordinieren. Das heißt, über Regeneration reden wir dann nochmal, aber auch einfach Entzündungen werden gelindert, weil der Körper sich besser regenerieren kann, weil wir besser entgiften können und vor allem, weil die Mitochondrien weniger freie Radikale und dafür mehr Energie produzieren. Genau, Schmerzlinderung, eines der wichtigsten Gründe, warum sich Menschen gerne in die Sonne legen und eines der wichtigsten Gründe, warum sich Menschen Infrarotlicht-Sauna zulegen, weil es Schmerzen lindert. Es gibt bestimmte Indikationen, bei denen die Infrarottherapie sehr, sehr etabliert ist, vor allem was schmerzhafte Erkrankungen wie Gelenkerkrankungen, über Rheuma, Arthritis, Arthrose, Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle, was haben wir noch, Fibromyalgie, Migräne, so chronische Schmerzsyndrome, auch Reizdarm, werden durch Infrarotlichttherapie sehr, sehr positiv beeinflusst, eben durch die Prozesse, die wir genannt haben, dass die Entgiftung besser läuft, dass die Entzündungen gelindert werden, dass die Durchblutung angeregt wird, die Mitochondrien werden angeregt. Eine Folge von diesen ganzen Prozessen ist weniger Schmerzen. Und das ist auch einer der stärksten Gründe, warum sich Menschen zu Hause so eine Infrarotlichtsauna zulegen. Und das ist auch nochmal eine klare Abgrenzung zur klassischen Sauna, die diese Schmerzlinderung nicht so stark vorzuweisen hat. Lymphe, sieht man ja sehr schön. Das sind unsere Lymphbahnen in unserem Körper. Das ist ein zentraler Transportweg neben dem Blut. Die Lymphe ist sehr träge. Das Blut wird durch das Herz reguliert, durch den Herzschlag, und die Lymphe wird eigentlich nur reguliert, wenn wir uns bewegen oder wenn wir schwitzen. Das ist das Schöne. Deswegen sollten wir uns viel bewegen, Sport treiben, aber es gibt eben auch noch andere Mechanismen, um die Lymphe anzuregen, wie Sauna. Vor allem Infrarotlichtsauna wirkt sehr stimulierend auf die Lymphe. Das heißt, der Fluss, die Nährstoffversorgung im Körper ist besser. Das Immunsystem wird viel über die Lymphe transportiert. Abfallstoffe und Giftstoffe werden besser entgiftet. Also auch die Lymphe wird sehr, sehr potent angeregt in der, im Infrarotlicht. Nächstes die Stimmungsförderung. Ich denke, das ist, das hat schon jeder schon mal gehört, dass Infrarotlicht Lampen, so Lampen oder Strahler eingesetzt werden bei psychischen Erkrankungen, bei Depressionen, besonders im Winter, um die Winterdepression zu regulieren. Grund ist, dass die Infrarotstrahlen, wenn sie auf unseren Körper, besonders auf unser Gehirn treffen, dass es die einmal die Durchblutung anregt, dass es die Entzündungen im Gehirn auch lindern kann, aber dass auch die Produktion bestimmter Zufriedenheits- und Glückshormone dadurch angeregt wird. Das ist auch ein Grund, warum wir uns besser fühlen, wenn wir in die Sonne gehen. Durch dieses Vollspektrum der Sonne produzieren wir direkt Endorphine, was uns glücklicher und zufriedener macht. Wenn wir dann noch Vitamin D bilden in der Sonne, das auch bei der Serotoninbildung beteiligt ist, dann haben wir eine ganz einfache, aber effektive Möglichkeit, uns einfach besser zu fühlen. Ob man jetzt eine Depression hat oder ob man sich einfach besser fühlen will, Infrarotlicht ist, oder bessere Laune, bessere Stimmung ist, denke ich, immer eine gute Sache in unserem Alltag. Gibt es auch eine ganz interessante Studie, die ich einfach mal kurz in den Raum werfen möchte. Kann auch jeder, im Skript haben wir noch mehr Studien, aber kann jeder hier über den Link verfolgen. Das ist eine ganz interessante Studie. Da hat man 15 Frauen, war noch eine kleine Studie, relativ neu, mit schweren Depressionen und Angststörungen hat man täglich 20 Minuten einem Nahinfrarotlicht ausgesetzt. Also kein Vollspektrum-Infrarotlicht, sondern nur Nahinfrarotlicht. 8 Wochen lang, jeden Tag 20 Minuten. 8 Wochen später haben sich ihre Scores halbiert. Also man misst dann, wie gut oder schlecht geht es dem Patienten mit dem Score. Je höher, desto schlechter. Von durchschnittlich 17 hat sich dieser Score halbiert. Und wie gesagt, das waren schwere Depressionen und Angststörungen, keine Medikation, einfach nur regelmäßiges Infrarotlicht. Im Sommer ist da die Sonne eine ganz gute Sache, im Winter vielleicht so ein Infrarotlicht, Sauna oder Lampe.
Aber die Studien, die wir hier und da mal reinstreuen, zeigen wirklich, wie gut es wissenschaftlich untersucht ist und wie stark Infrarotlicht sein kann und wie sehr wir es unterschätzen. Dann Anregung des Stoffwechsels. Ich denke, das ist auch für viele relevant, die das hier hören. Wenn wir unsere Körpertemperatur erhöhen, dann steigert sich auch die Stoffwechselleistung, plus die Mitochondrien werden angeregt und werden erhöhen den Energieverbrauch. Und dieser Energieverbrauch ist auch nachhaltig. Also es ist nicht nur so lange, wie wir in der Sauna sind, sondern ist ein höherer Energieverbrauch. Die Simone Koch schreibt in ihrem neuen Hashimoto-Buch, dass Sauna eine ganz einfache, aber effektive Möglichkeit auch bei Schilddrüsenpatienten ist, dass sie ihren Grundenergieverbrauch erhöhen können. Und ich denke, davon können wir auch alle hier profitieren. Also nicht nur alle, die gerne abnehmen möchten, sondern insgesamt ein gut laufender Stoffwechsel ist einfach eine ganz feine Sache für unsere Gesundheit. Dann Durchblutung. Hätte ich auch schon ein bisschen früher bringen können, Durchblutung. Okay. Durchblutung heißt, mehr Sauerstoff und mehr Blut kann transportiert werden. Konkret, unsere Blutgefäße entspannen sich in der Infrarotsauna, also unsere Blutgefäße, unsere großen, aber unsere kleinen Blutgefäße auch. Wir haben ja große Blutgefäße, die so dick sind wie ein Finger. Und wir haben tausende kleine Blutgefäße, die dünner sind als ein Haar. Ich glaube, alle Blutgefäße in unserem Körper haben zusammen 200.000 Kilometer Länge oder so. Und das sind vor allem die vielen kleinen Blutgefäße, die unsere Durchblutung ausmachen. Und unsere Blutgefäße entspannen sich im Infrarotlicht, weiten sich und dadurch kann mehr transportiert werden. Das heißt, die Durchblutung steigt, der Blutdruck sinkt. Das ist toll für alle, die einen Bluthochdruck haben. Aber es kann einfach mehr Sauerstoffe, mehr Nährstoffe im Blut transportiert werden. Und auch dieser Effekt ist nachhaltig. Zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Gesundheit müssen wir auch mal was einstreuen. Das ist jetzt eine Studie hier mit Sauna, aber die Mechanismen, die in der klassischen finnischen Sauna sind, kann man eben auch in der Infrarotlichtsauna nutzen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal sehr unwissenschaftlich einfach auch auf die Infrarotlichtsauna übertragen. Es gibt sehr, sehr gute Studien, die den Zusammenhang zwischen regelmäßigem Saunagang und der Herz-Kreislauf-Gesundheit korrelieren. Und hier eine Studie, die ich gerne nennen würde. Es waren über 2000 Patienten aus Finnland. Alles klar, da ist es Herzkultur. Die haben gemessen, wie oft die Menschen in die Sauna gehen und wie lang. Und dann hat man 20 Jahre lang geschaut, wie krank oder wie oft kriegen die Leute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie häufig haben die Leute einen Herzinfarkt. Und einmal die Frequenz, die nur einmal die Woche in die Sauna gingen versus die mehrmals, teilweise sogar jeden Tag in der Sauna waren, hatten die 4 bis 7 Mal pro Woche in der Sauna waren, ein um 63% geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Vergleich zu denen, die einmal oder gar nicht in die Sauna gingen. Das ist schon ziemlich stark, 63% nur mit dem Gang in der Sauna. Die Ernährung ist gar nicht mal anders. Und dann noch die Länge. Im Vergleich zu denen, die kurze Saunagänge hatten, die mindestens 19 Minuten insgesamt in der Sauna waren, hatten nochmal ein 52% geringeres Risiko. Also hier die deutsche Mentalität, mehr hilft mehr, kann man, denke ich, so anwenden. Häufiger in die Sauna gehen, länger drin bleiben, ordentlich schwitzen, ordentlich die Durchblutung anregen, hat wirklich unglaubliche Effekte auf unsere Gesundheit. Und ich meine, ein paar dieser Effekte kann man auch nutzen, wenn man sich regelmäßig in die Sonne legt und auch in der Sonne ein bisschen schwitzt. Aber eben auch der Gang in die Sauna oder in die Infrarotlichtsauna hat hier ganz fundamentale Vorteile für verschiedenste gesundheitliche Prozesse. Dann die Entgiftung, auch ganz wichtig. Wir hatten jetzt 2 Webinare zum Thema Entgiftung, die wahnsinnig gut waren oder gut angenommen wurden. Viele gute Beiträge zum Thema Entgiftung. Ich denke, das ist auch ein Thema, das viele hier interessiert. Wenn wir schwitzen, entgiften wir. Wenn wir schwitzen, entgiftet unser Körper Schwermetalle. Wenn wir schwitzen, entgiftet unser Körper organische Umweltgifte und andere Sachen, die wir so in uns anreichern mit der Zeit. Und im Vergleich zu einer klassischen Sauna ist eine Infrarotlichtsauna noch stärker zu entgiften, weil die Wärme noch tiefer eindringt, weil die Durchblutung noch besser angeregt wird, weil die Mitochondrien noch besser angeregt werden und weil wir auch mehr schwitzen in der Infrarotlichtsauna und dadurch auch im Vergleich besser entgiften können. Und es mehren sich auch die Hinweise, dass gespeicherte Gifte besser freigesetzt werden in der Infrarotlichtsauna. Es geht nicht nur ums Schwitzen, es geht auch darum, dass gespeicherte Gifte freigesetzt und entgiftet werden können. Und
Ich denke, das ist nochmal ein Argument, warum sich so eine Kabine in den eigenen vier Wänden vielleicht die lohnen könnte, aber eben auch ein Grund, wieder regelmäßig in die Sonne zu gehen. Da, wer das möchte, gibt es nochmal eine ganz schöne Studie an in Review, der das zusammenfasst, der sich angeguckt hat, ob und wie viele Schwermetalle wir tatsächlich ausschwitzen können. Und das wissen nur die wenigsten. Wenn wir schwitzen, verlieren wir wirklich auch Schwermetalle. Die zirkulierenden Schwermetalle in unserem Blutkreislauf, aber auch die gespeicherten, wenn wir in die Infrarotlichtsauna gehen. Und wer das mal nachlesen möchte, habt da jetzt mal was übersetzt und würde es einfach mal vorlesen. In einem Fallbereich normalisierten sich die Quecksilberwerte bei wiederholten Saunagängen. Also nur durch den Gang in die Sauna oder Infrarotlichtsauna haben sich in einer kleinen Studie die Quecksilberwerte im Körper komplett normalisiert. Und das finde ich stark. Und die schließenden Review mit den zwei Sätzen: Schwitzen verdient Beachtung für die Entgiftung von toxischen Elementen. Um sichere, effektive therapeutische Protokolle zu etablieren, ist mehr Studien, mehr Forschung erforderlich. Aber allein das Wissenschaftler hinstellen und sagen, hey, wir schwitzen und entgiften damit Schwermetalle, ich glaube, das ist ziemlich erstaunlich. Ja. Wahnsinn, was da an Studien alles dahinter steht. Also echt krass. Wir haben jetzt auch hier beim Thema Regeneration gibt es auch einige Studien, die verschiedene Prozesse dann mit erläutern. Ich habe jetzt hier mal ein Bild, das ist aus meinem eigenen Regenerationsset, sage ich mal. Ich nutze für meine eigene Regeneration auch das Nahinfrarot in Kombination mit rotem Licht. Liegt dann auch so eine Akupressurmatte und das nach dem Sport ist einfach immer eine schöne Wohltat, auch den Körper dabei nochmal mit zu unterstützen. Und was das Gute ist von Rotlicht, von Infrarotlicht, ist, dass es ja, wie du gesagt hast, den Blutfluss, die Durchblutung anregt, den Stoffwechsel aktiviert und auch Hormone mit aktiviert dadurch. Also das HGH, unser Wachstumshormon und die Schilddrüsenhormone, die dann regenerative Prozesse nach dem Sport oder nach Stress dann allgemein unterstützen können. Und ja, was wir schon sehen, ist, dass es im Leistungssport auch die Rotlichttherapie, die Infrarotlichttherapie auch oder ja, das mit eingesetzt wird. Und das ist auch das Muskelwachstum dann mit fordert, auch einfach durch die energetischen Wirkungen, den Einfluss auf die Mitochondrien und dadurch einfach viele regenerative Prozesse mit unterstützen. Ein weiterer Vorteil ist, dass es sich gut auf unseren Schlaf auswirken kann. Da ist zu unterscheiden dann nochmal zwischen dem roten und Nahinfrarotlicht hin zu den längeren Wellen, also B- und C-Strahlung. Da ist eher das wärmende Infrarotlicht, also die Mittel- und Ferninfrarotanteile, die dann gegen Abend auch genutzt werden können und dadurch auch einfach den Schlaf verbessern können. Und ja, auch da wieder die Rezeptoren auf der Haut wirken, auch die Wärmerezeptoren und dadurch die Melatoninbildung dann auch gesteigert werden kann und das dann den Schlaf fördert. Das rote Licht, das Nahinfrarotlicht, ist eher sehr energiefördernd. Das würde ich am Abend gar nicht mehr so verwenden. Dann eher der Saunagang am Abend, der dann nochmal hilft, runterzufahren, den Schlaf zu fördern. Ja, das möchte ich nochmal be betonen, was du gerade gesagt hast. Je mehr Infrarotlicht wir tagsüber ausgesetzt sind, desto mehr Melatonin produziert unser Körper abends. Das ist ziemlich erstaunlich für alle, die einfach besser schlafen möchten. Ein wichtiger Punkt auch im Sport ist die Leistungsförderung. Auch hier gibt es Studien dazu und man hat anhand Athleten, also trainierten Athleten, herausgefunden, dass der regelmäßige Gang in der Sauna die sportlichen Leistungen um bis zu 30% erhöht hat. Und das ist für einen Leistungssportler, die Leistung nochmal um ein Drittel zu erhöhen. Also bis zu ein Drittel ist schon nochmal ein riesen, riesen Fortschritt. Das kann wirklich viel bewirken. Und auch bei Kraftleistungen hat man das nachgewiesen, auch bei Untrainierten, die trainiert haben mit Infrarotlicht und trainiert haben ohne Infrarotlicht, hat man gesehen, dass die Trainingsgruppen mit Infrarotlicht bis zu 50% mehr Kraft dann aufbringen konnten in bestimmten Muskeltests. Und das ist echt ein geiler Vorteil, einerseits für Leistungssportler, aber auch für den normalen Alltagsathleten. Eine super Sache. Weiter, ja genau, wie bei ihr gab es auch einen schönen Artikel, dass das Saunieren wie Sport wirken kann. Also hier schön wie Sporteln geschrieben. Also es ist ein Saunabesuch ähnliche Wirkungen entfalten kann, einfach auch durch die Wärme. Wir haben ähnliche physische Effekte wie auch physiologische Effekte, wie auch Sport auslöst. Der Stoffwechsel wird angeregt, der Blutdruck steigt und dadurch haben wir einfach nochmal wie einen moderaten Sport einfach eine Wirkung. Ne? Heißt natürlich nicht, dass wir auf Sport verzichten sollten. Aber wir haben einfach nochmal einen zusätzlichen Effekt dann. Das war in der Deutschen Ärztezeitung. Also Ah. das Konventionellste, was es in Deutschland wahrscheinlich gibt. Und wenn die schreiben, dass Sauna gut oder so gut wie Sporteln ist, dann
Dritter Schlag, ne? Nehmen wir das auf. Ja. Wenn wir das jetzt noch für Vitamin D hinkriegen, dann. Ja. Genau, 15. Vorteil. Drei Vorteile haben wir dann noch. Also es ist wirklich immens. Das ist die Immunstärkung. Also wir haben durch das Rotlicht eine Stärkung der natürlichen Killerzellen, der B- und T-Lymphozyten durch Infrarotlicht. Das unser Immunsystem einfach unterstützt in der Abwehr von feindlichen Erregern. Und wir haben eine höhere Immunkompetenz, also im Sinne von Aktivierung und Inaktivierung des Immunsystems. Und das hilft einfach nochmal, chronische Infekte und Entzündungen zu bekämpfen. Und das Immunsystem kann allgemein besser regulieren dann auch, ja. Das Ganze gilt dann auch für chronische Infektionen. Also ja, ich glaube, wir hatten ja einen riesen Artikel über Borreliose geschrieben. Ich glaube, jeder zweite oder jeder dritte trägt entsprechende Viren in sich. Selbes ist auch für Toxoplasma gondii, auch ein Virus, ein Bakterium. Und auch da kann Rotlicht gut wirken, kann gegen die Viren wirken. Und einerseits indirekt, indem es das Immunsystem stärkt, andererseits auch direkt, gerade auch Infrarotsauna, durch die Erhitzung des Körpers. Wir erzeugen ja wie ein künstliches Fieber, kommen wir auch da nochmal dazu. Das mögen die Borreliose-Viren dann gar nicht. Und eine Fieberreaktion ist ja auch immer eine Reaktion des Immunsystems, um zu reparieren, um zu regenerieren. Deswegen hilft das auch gegen verschiedene Parasiten und Erreger. Ich muss kurz klugscheißern, Borrelien sind Bakterien. Danke dir. Ja, was mir auch gerade einfällt, die spanische Grippe, also das ist 100 Jahre her, es waren ja Viren, das hat die Überlebensrate dramatisch gesteigert, als sie herausgefunden haben, wenn die Leute sich in die Sonne legen. Also das Sonnenlicht, und das wird auch am Infrarotlicht liegen, dass das Immunsystem so gut gestärkt wird und die Viren auch angegriffen werden direkt, dass so eine Infektion einfach überstanden werden kann. Und das gilt für virale Infekte, dass viele einfach dann den Drang haben, sich in die Sonne zu legen und zu schlafen. Aber es gilt eben auch für Borreliose und andere Sachen. Es gibt nur wenige Sachen, die direkt antibakteriell auf Borrelien wirken, wie Infrarotlicht. Genau, dann haben wir noch die Kognitionsförderung in dem Sinne, dass infrarotlich wachstumsfördernde Faktoren anspricht. Wir haben hier für unser Gehirn den Botenstoff BDNF, der dafür da ist, dass sich neue Nervenzellen bilden, dass neue Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen geschalten werden. Also dasselbe, was auch Sport- oder Kältetherapie auslösen kann. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Faktor, dieser BDNF. Man wird im Endeffekt, kann man sagen, man wird oder schlauer, die Kognition wird verbessert, Merkfähigkeit, Denkfähigkeit. Das ist auch ein super positiver Effekt, hat man auch in Studien nachgewiesen, dass sich der Wert erhöht. Und als letzter Punkt in unserer Vorteilsreihe, das ist auch sicherlich sehr interessant, auch ja, in der Schönheitsmedizin schon weit verbreitet, dass Rotlicht, Infrarotlicht die Kollagensynthese steigern kann. Es regt die Bildung von Kollagen im Körper an, im Knorpel, in Gelenken, im Bindegewebe, aber auch oberflächlich auf der Haut. Und wenn man das in einem gewissen Maße, alles in seinem Maße einsetzt, hat man dadurch wirklich positive Effekte. Und da gibt es auch einen Haufen Studien, die da in der Photobiologie da auch hinterlegt sind. Also 18 echt überragende Vorteile. Man hätte das tatsächlich noch weiterführen können. Also gerade wir haben auch von Clearlight so viele Studien zugesendet bekommen. Wirklich spannendes Feld. Und macht wirklich Spaß, sich da reinzudenken. Ja. Und Martin, du willst jetzt nochmal reingehen, was wir denn, wie wir Infrarot so im Alltag auch noch mehr bekommen können. Ne? Genau, es fällt mir gerade ein, eine Frage kam vorab, da hat mir jemand einen Fokusartikel geschrieben, der gesagt hat, dass Infrarotlicht Kollagen zerstört. Da hat man tatsächlich eine Studie falsch interpretiert. Es geht ums UV-Licht. UV-Licht kann im Übermaß das Kollagen zerstören, aber Infrarotlicht regt die Regeneration und Neubildung von Kollagen an. Das heißt, wer regelmäßig in die Sonne geht, ohne sich zu verbrennen, der fördert auch seine Kollagensynthese. Aber wer sich jeden Tag 5 Stunden in die Sonne legt, bis zum Geht nicht mehr knusprig wird, es gibt ein gesundes Maß und es gibt ein ungesundes Maß. Aber Infrarotlicht ist in jedem Fall eine gute Sache für Kollagen. So, das war mir wichtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Infrarotlicht im Alltag zu nutzen. Und diese ganzen Vorteile, die wir jetzt hier genannt haben, die kann man natürlich verschieden nutzen in seinem Alltag, ja, und verschieden in den Alltag integrieren. Jetzt ist gerade Sommer, man kann sich regelmäßig in die Sonne begeben, in die Sonne legen, ohne sich zu verbrennen. Ich denke, eine halbe Stunde am Tag ist für jeden gut, auch zur Vitamin-D-Bildung. Kostet nichts, ist jederzeit verfügbar. Und jetzt wissen wir auch, was Infrarotlicht für unsere Gesundheit machen kann.
Feuer ist auch eine schöne Infrarotlichtquelle, die man, denke ich, nicht jeden Tag in seinem Alltag hat, aber einfach hin und wieder mal ein schönes Lagerfeuer. Ja gut, Kerzenlicht ist eine schöne Atmosphäre, aber ist jetzt nicht die stärkste Infrarotlichtquelle, aber so ein schönes Lagerfeuer oder so ein schöner Kamin ist nicht nur romantisch und kuschelig, sondern eben auch vom Infrarotlichtcharakter her eine ganz schöne Sache. Und dann Thema Glühlampen. Es gibt, du hast es am Anfang schön gesagt, verschiedene Lichtspektren und unsere modernen Glühbirnen und vor allem LED-Lichter haben ein sehr großes Blaulichtspektrum und überhaupt keinen Rotanteil, geschweige denn Infrarotlichtanteil. Und wirklich so Glühlampen, ursprüngliche Glühlampen, bei IKEA gibt es mittlerweile wirklich rote Glühlampen. Das sieht man dann sehr schön, dass es das so eine angenehme Wärme ist. Die senden eine ganze Menge Infrarotlicht aus und beispielsweise ich sitze hier den ganzen Tag und arbeite und sitze unter einer Infrarotlichtglühbirne. Ist zwar nur ein kleines bisschen, aber auch der Effekt summiert sich auf, weil auch die Energiebildung so im Alltag angeregt werden kann. Und dann so der Königsweg. Also es gibt natürlich auch Infrarotlichtstrahler, die man sich, also wie jetzt auf dem Bild, sowas empfehlen wir weniger aus Gründen, die wir dann noch nennen. Unter anderem, weil es nicht optimal für die Augen sein kann. Der Königsweg ist tatsächlich eine Infrarotlichtsauna oder eben regelmäßig in die Sonne gehen. Das sind die zwei besten und intensivsten Quellen für Infrarotlicht. Ja. Einfach nochmal eine Lanze zu brechen für die Sonne. Es geht wirklich auch darum, wieder mehr in die Sonne zu gehen. Die Sonne ist die perfekte Lichtquelle, die wir auf diesem Planeten haben. Die Sonne reguliert unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Das UV-Licht in der Sonne im gesunden Ausmaß ist wichtig, um braun zu werden. Braun ist auch ein Schutzmechanismus der Haut. Und das UV-Licht brauchen wir auch, um Vitamin D zu bilden auf unserer Haut. Ich habe jetzt letzte Woche tatsächlich wieder einen Vitamin D-Test gemacht. Ich nehme aktuell nichts, ich gehe nur jeden Tag in die Sonne. Ich bin gerade bei 57 Nanogramm pro Milliliter. Das ist UV-Licht. Es geht darum, jeden Tag ein bisschen in die Sonne zu gehen, ohne sich zu verbrennen. Genau. Dann Sonne hat natürlich auch viel Infrarotlicht. Das können wir jeden Tag für uns nutzen. Die Sonne regt die Durchblutung an. Die Sonne selber stärkt unser Immunsystem. Die natürlichen Killerzellen werden aktiver, wenn wir in die Sonne gehen, was auch am Infrarotlicht liegt, aber eben auch an dem Komplettspektrum. Und wenn wir in die Sonne gehen, Glückshormone. Also man fühlt sich einfach besser. Endorphine, Serotonin, Endokannabinoide, das ganze Ding. Und einfach, jetzt ist Sommer, jetzt das Ding da oben kostet nichts, ist jeden Tag für uns da, kann man auch in seinen Alltag nutzen und Möglichkeiten finden. Genau, da hast du, ich glaube am Anfang hast du das Zitat genannt, ne, von Hippokrates. Nee, wir haben das Fieber angesprochen, das Zitat hat man noch tatsächlich nicht. Ja, finde ich schlau. Gib mir ein Mittel, Fieber zu erzeugen und ich heile die Krankheit. Also ganz viel in der Naturheilkunde geht darauf hin, bei chronischen Infektionen oder bei Erkrankungen, die mit Kälte zusammenhängen oder zu viel Schleim im Körper, Phlegma, geht dahin, im Körper ein kurzzeitiges Fieber zu erzeugen, damit der Körper diese Krankheiten selber regulieren kann. Und das ist im Grunde, der hat das vor 2.500 Jahren gesagt, das ist im Grunde Infrarotlicht oder Sonnenlicht, was das für uns kann. Und jetzt gucken wir uns mal an. Ich denke, in die Sonne, da braucht keiner hier irgendwie Tipps. Das können wir sonst gerne noch in der Fragerunde klären. Jetzt gucken wir uns mal Infrarotlicht selber genauer an, wie man das zu Hause nutzen kann, vor allem durch den Königsweg, den wir genannt hatten, Infrarotlicht-Sauna. Soll ich diese kleine Gegenüberstellung machen oder möchtest du das machen, Martin? Mach du mal noch die Gegenüberstellung, dann kannst du gerne den Ball nochmal rüberspielen. Judy, ich denke, jeder von uns kennt eine traditionelle Sauna und war wahrscheinlich auch schon mal in der klassischen Hitzesauna drin. Und jetzt möchte ich einfach meine klassische Sauna mit einer Infrarotlicht-Sauna vergleichen. Und dann versteht man vielleicht auch, warum wir finden, dass Infrarotsaunen die Zukunft sind, warum es sehr viel praktischer ist, eine Infrarotlicht-Sauna zu Hause zu haben im Vergleich zu einer klassischen Sauna. Und ja, warum es wahrscheinlich, ja, es hat einfach einige Vorteile, wie gleich klar wird. Also, was traditionelle Sauna macht, man braucht einen Starkstromanschluss und man muss ungefähr eine halbe bis eine ganze Stunde vorheizen. Das heißt, man kommt nicht mal eben spontan von der Arbeit heim und setzt sich in die Sauna. Man muss sie erstmal anmachen, man muss sie vorwärmen. Eine traditionelle Sauna ist sehr teuer, braucht sehr viel Platz, ist nicht sehr modular. Also wenn die steht, dann steht sie. Die kann man, also wenn man die umsetzen will oder umzieht, dann kann man die Sauna halt nicht mal eben mitnehmen, sondern die steht dann da.
Klar, man kann ein Sauna-Ritual machen. Man macht mehrere Durchgänge. Zwischendurch geht man kurz in Schnee oder springt unter eine kalte Dusche. Das ist anders als bei einer Infrarotsauna. Ist auch schön, aber es ist anders. Und die Entgiftung ist dann schon nochmal, also durch diese oberflächliche Strahlung, die nicht so tief in den Körper eindringt, ist die Entgiftung in der klassischen Sauna nicht so stark wie in der Infrarotlichtsauna. Also in der Infrarotsauna kann man stärker und besser entgiften. Dafür bildet der Körper in der traditionellen Sauna mehr Hitzeschockproteine. Also es hat ein paar Vorteile im Vergleich, aber ist doch in der Praxis, es ist teurer, es braucht mehr Strom, es braucht Starkstrom. Die EMF-Thematik haben wir gleich noch. Es ist sehr unpraktisch, dass man lange vorwärmen muss. Ganz viele, also ich denke gerade so in den 90er Jahren war es voll das Ding, dass man sich eine Sauna zu Hause anschafft. Dann haben viele gemerkt, oh, ist eigentlich gar nicht so praktisch. Und mittlerweile nutzen viele, denke ich, ihre Sauna nur noch als Abstellkammer. Hat praktische Gründe. Diese praktischen Nachteile hat eine Infrarotlichtsauna nicht. Und das würde ich mal kurz darlegen. Infrarotlichtsauna erwärmt den Körper, nicht die Luft. Das heißt, wenn man in die Infrarotlichtsauna kommt, dann ist nicht so eine Wärmewand, in die man reinrennt, sondern es wirkt wirklich tiefer, es wirkt in den Körper rein. Man braucht keinen Starkstromanschluss. Es hat weniger laufende Kosten, weniger Stromverbrauch. Man muss sie nicht lange vorheizen, man muss sie eigentlich gar nicht vorheizen. Man macht sie an, setzt sich rein und heizt auf. Die ist relativ einfach auf- und abbaubar. Das heißt, man kann sie bewegen, man kann sie zwischen Räumen bewegen, vom Keller in den Dachboden, vom Keller in die Garage, in den Garten. Wenn man umzieht, kann man die Infrarotlichtsauna mitnehmen. Es ist sehr viel praktischer. Clearlight bietet auch 30 Jahre Garantie auf ihre Produkte an. Das heißt, ist, denke ich, eine Anschaffung fürs Leben, die man einfach auch mitnehmen kann, wo auch immer man hingeht. EMF-Thematik. Also Starkstrom. Starkstrom bedeutet natürlich auch ein starkes EMF-Feld und ein starkes Magnetfeld, das man da induziert. Das heißt, man sitzt in der Sauna, aber ist eigentlich total der Strahlung ausgesetzt. Und in einer Infrarotlichtsauna haben wir erstmal weniger Strahlung. Und wenn man dann noch eine Technologie anwendet wie Clearlight, die haben es geschafft, dass man in der Infrarotlichtsauna tatsächlich ein Minimal an EMF hat. Wenig bis gar nichts, weil die komplett abgeschirmt ist. Und das ist gerade für die entgiften wollen, unser Körper lässt Schwermetalle erst wirklich los, wenn er keinem starken Feld ausgesetzt ist. Solange er einem starken Feld ausgesetzt ist, bleiben die Schwermetalle wie bei einem Magneten im Körper gefangen. So, wir brauchen, also klar, ich finde ein Saunaritual auch toll, aber wer es auch mal kurz und knackig haben will, Infrarotlicht-Sauna an, reinsetzen, nach 20, 30 Minuten ist man fertig. Also es ist auch irgendwo weniger Zeit. Es hat eine hohe Verträglichkeit. Also auch wer bestimmte chronische Erkrankungen hat, wer in einer klassischen Sauna schnell mal Herz-Kreislauf-Probleme hat, wird merken, dass eine Infrarotlicht-Sauna sehr viel praktischer in der Hinsicht ist. Genau, stärkere Entgiftung. Und das werden wir dann auch sehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so verschiedene Größen. Eine Sauna ist eigentlich immer extrem groß. Ist eigentlich ein eigener Raum. Und Infrarotlichtkabinen fangen bei ganz klein an für eine Person, die man in die Ecke in einer kleinen Wohnung stellen kann, bis hin zu groß, wo man dann auch Yoga machen kann oder mit mehreren Personen drin sitzen kann. Also man sieht, traditionelle Sauna ist auch cool, mache ich auch gerne im Urlaub. Aber im Alltag, aus praktischen Gründen, aus verschiedensten praktischen Gründen, hat meiner Meinung nach die Infrarotlichtsauna die Nase vorn und auch von der Technologie, von den gesundheitlichen Vorteilen, hat sie auch die Nase vorn. Was meinst du, Martin? Ja, also ich bin auch begeistert, wenn ich mal weiß, dass wir dauerhaft irgendwo eine feste Bleibe haben, dann ist das auch neben dem Wasserfilter das Erste, was ich mir in die Wohnung stelle. Also echt coole Sache. Ja. Und wir haben mal noch, ich habe auch in einigen Facebook-Gruppen immer mal die Fragen aufkommen sehen, es sind viele Leute auf der Suche nach einer Infrarotsauna. Es gibt einen Haufen Produkte, die gibt es sogar auf Amazon zu kaufen und überall. Aber die Leute fragen sich natürlich auch, wo bekomme ich denn eine gute her? Wie kann ich denn rausfinden, was jetzt ja, Qualitätskriterien sind? Und da haben wir jetzt einfach mal so ein paar Fragen hier aufgezeigt, die man sich stellen kann. Und da ist einerseits das Große, da ist eine gewisse Investition dahinter und deswegen sollten auch die Garantiebedingungen gut sein. Und wenn ein Hersteller eine gewisse Garantie gibt, ist das immer erstmal das erste Qualitätssiegel, ne? Heutzutage ist gang und gäbe immer alles zwischen 1 und 2 Jahre, was relativ schade ist dann bei so einem Produkt.
Aber es gibt auch Anbieter, die da deutlich mehr bieten und da selbstbewusster einfach mit umgehen. Zweite Frage, die man auf jeden Fall stellen sollte, ist das ganze Elektrosmog optimiert, was du gerade gesagt hast? Haben wir möglichst reduzierte elektromagnetische Felder, um dem Körper darin auch wirklich was Gutes zu tun und ihm nicht noch weiter Schaden auszusetzen? Weil wir haben elektrische Geräte in dieser Sauna und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Elektrosmog dadurch zu reduzieren und gegen Null zu bringen. Und da einfach unbedingt danach fragen, sich da ja vielleicht auch Befunde dazu geben lassen, dass das passt. Es ist eine effektive oder Sicherheitskörpertechnologie, damit geht es einmal um Sicherheitsaspekte. Es geht darum, auch möglichst viel Energie zu sparen. Genau, und dass das Ganze nicht verpufft. Schadstofffreie Materialien finde ich auch wichtig, gerade weil wir auch mit Wärme arbeiten, mit Strahlung arbeiten, dass dann nicht zusätzlich noch gewisse Dämpfe in der Sauna ausgestrahlt werden von irgendwelchen Klebern oder Lackierungen oder sehr minderwertigem Holz. Auch da unbedingt drauf aufpassen. Wie gesagt, wir wollen uns damit was Gutes tun und nicht dem Körper noch weiter Schadstoffen aussetzen. Also Kundenservice ist auf jeden Fall auch immer gut, um Garantiefälle abzuwickeln. Und was wir auch immer zuerst machen, ist Online-Bewertungen dann anschauen, gucken, ob alles zufriedene Kunden mit da sind. Und das sind einfach so die, wer da auf der Suche ist und sich da nochmal nach unserer Empfehlung hier nochmal informieren möchte, da passt das ganz gut. Wir sind die Kriterien auch durchgegangen und sind dann im Prinzip schlussendlich bei Clearlight gelandet, ja. Und haben da auch hier die Empfehlung für euch. Jeder auch selber mal gucken, aber ich meine, Clearlight ist jetzt vielleicht auch eher einer der hochpreisigeren Anbieter, aber wer die Qualität anguckt und auch weiß, dass die 30 Jahre Garantie geben, da rechnet sich das halt schon sehr schnell, vor allem weil wir hier ein Gesundheitsprodukt haben wollen, das uns maximal unterstützt. Und also Aldi und Lidl haben jetzt auch Infrarotlichtkabinen in ihrem Online-Shop mit 2 Jahren Garantie und wirklich Qualität im Vergleich zu Clearlight eher unterste Schublade. Also es gibt da schon verschiedene Qualitätssprünge und wir haben uns verschiedene mal angeguckt und uns für den besten auf dem Markt unserer Meinung nach entschieden. Ja. Also das ist quasi unsere Empfehlung, wenn man sich das Lagerfeuer oder den Sonnenuntergang nach Hause holen will, dann wäre Clearlight da die super Empfehlung. Ich mag auch die Philosophie von Clearlight, also die wollen auch dahin gehen, wie so einen ja, kleinen Gesundheitstempel zu schaffen. Es gibt modulare Ansätze, dort noch Aromatherapie dann später auch mit einzubauen, Klangtherapie, alles möglich, dass man wirklich wie so eine kleine Regenerationskabine hat, neben dem Infrarotlicht auch noch. Also es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Die haben auch ein also komplettes Infrarotlichtspektrum plus Rotlicht. Und die Mitochondrien werden erst maximal getriggert, wenn beides zusammenkommt. Und das hat eigentlich nur Clearlight, wer sich das mal genauer anguckt. Schon ein krasser Unterschied. Echt gut, ja. Nochmal so ein paar Fakten zu Clearlight. Das ist ein Unternehmen, das wurde schon vor 23 Jahren in den USA gegründet. Und warum wir das sagen, ist einfach, dass da auch 23 Jahre Forschung, Entwicklung und alles Mögliche dahinter stehen. Patente, das sind Sachen, die Lidl und Aldi nicht haben. Und wirklich sehr, sehr engagierter Gründer. Du hast ja den Johannes Kettelhut in unserem Podcast gehabt. Zwei sehr coole Episoden, die ihr da aufgenommen habt. Schon Episode 92 und 93, Mensch. Auch nochmal eine sehr interessante Folge und man merkt einfach, wie der für das Thema brennt, wie der dahinter steht, alles selbst ausprobiert, mitentwickelt und sind einfach so Sachen, da haben wir selber auch ein hohes Vertrauen, empfehlen das dann auch gerne weiter und ist einfach eine gute Möglichkeit. Der Fokus von denen ist sehr gut, also jemand, der 30 Jahre Garantie gibt, der ist schon sehr selbstbewusst, was sein Produkt angeht, der Fokus auf Haltbarkeit. Auch sehr großer Fokus auf diese Elektrosmog-Reduzierung. Auch das hat er sehr gut durchdacht. Hab da auch im Podcast drüber gesprochen. Und dieses Modulare, was ich jetzt gesagt habe, was da immer mehr im Aufbau ist, was man da mit reinnehmen kann. Und vorhin hat man gesagt, Bewertungen sind Qualitätskriterium. Überall 100% Bewertungen, 5 Sterne. Also sehr, sehr sympathisches und starkes Unternehmen. Und ja, Martin, ihr habt ja selber eine Clearlight in der Familie. Bin ein bisschen neidisch, dass du das regelmäßig testen kannst. Ja, ich hätte es gern noch regelmäßiger, aber es ist wirklich, kommen wir auch dann nochmal, es ist in vielerlei Hinsicht wirklich klar eine große Investition, aber hat sich gelohnt. Also es ist wirklich in vielerlei Hinsicht, jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Es ist jetzt die klassische, die Sanctuary-Sauna für 2 Personen. Also es ist wirklich komplett vorne und oben verglast. Das heißt, man kann vorne und oben rausgucken. Wir hatten jetzt die Infrarotkabine im Keller stehen, aber viele packen das auch irgendwie auf dem Balkon, in den Garten, neben dem Pool mit einer schönen Aussicht.
Also es ist auch eine ganz andere, vom Design her was ganz anderes. Es ist wirklich wie so ein Gesundheitstempel, in dem man eintritt. Die Wärme ist eine ganz andere. Also wenn ich in einem Wellnesshotel in eine Physiotherm-Infrarotlichtsauna gehe, dann tut mir irgendwann der Rücken weh, weil die Wärme einfach zu stark und zu unausgeglichen ist. Und bei Clearlight, man schwitzt, aber man hat nicht das Gefühl, irgendwie zu überhitzen. Es ist alles sehr viel angenehmer. Was ich auch cool fand, eben die Kombination mit der Lichttherapie. Man kann sein Handy anschließen und einfach da drin schön Musik hören oder einen Podcast. Oder es ist auch genug Platz, dass jetzt eine Person da drin die Yogamatte ausrollen könnte. Also ist schon cool. So, jetzt habe ich zu viel geschwärmt. Machen wir ein bisschen hier. Genau, klassische Clearlight-Infrarot-Sauna. Es gibt verschiedene Ausführungen von 1 bis 5 Personen, von klein günstig für eine kleine Wohnung in der Ecke bis hin zu wirklich einem Riesenteil, wo die ganze Familie reinpasst. Die haben auch verschiedens, also was Design und Technologie angeht, sind die wirklich ganz vorne mit dabei. Also die Carbon-Keramikstrahler, das merkt man, das ist eine ganz angenehme Infrarotlichtstrahlung. Die sind, man hat hier vorne hat man einen Strahler von vorne unten und von hinten quasi hier in den Rücken. Es kam jetzt auch die Frage, ist es nicht schädlich für die Augen? Es ist der komplette Rücken und der Unterkörper ist quasi bestrahlt und es geht eigentlich nichts direkt in die Augen von vorne. Das heißt, es ist auch ausgewogen und kein Problem für die Augen oder so. Genau, es ist eine Vollspektrum-Infrarottechnologie, das heißt, alle Unterbereiche plus das Rotlicht haben wir mit dabei. Das mit der Musik finde ich ganz schön. Bei einer Physiotherm hat man so Hintergrundgedudel, das man anmachen kann, aber wenn man sich so seine eigene Musik anmachen kann, ist, denke ich, auch eine schöne Sache. Es ist kein Elektrosmog oder beziehungsweise minimal. Es ist wie so ein faradayischer Käfig, wo kein EMF reinkommt und nur minimal innen produziert wird durch die Infrarotlichtstrahler. Es sind keine giftigen Materialien, es ist nachhaltige Hölzer. Man geht auch das erste Mal, wenn man da reingeht, es riecht einfach nach Holz. Es riecht nicht nach Lack, es riecht nicht nach Kleber, es riecht einfach nach richtig gut Holz, um das mal ganz so zu sagen. Genau, man kann die ganz leicht sauber halten. Es ist nicht wie bei einer Sauna, dass man die ständig durchlüften muss. Man kann sie ganz einfach auch hygienisch halten. Schimmel kann sich nicht ansetzen, weil Schimmel mit Infrarotlicht nicht auskommt. Und wer umzieht oder die trotzdem irgendwann nochmal versetzen will, kann die einfach abbauen, abtransportieren und dann an einer anderen Stelle wieder aufbauen. Es gibt da schöne Anleitungen, wer die selber aufbauen will. Wir haben uns tatsächlich 2 Schreiner geholt für ein paar Stunden, haben uns das gegönnt, damit wir auch nichts falsch machen. Aber es kann man auch selber mit den Anleitungen, die geliefert werden, super einfach selber aufbauen. Und klasse, also die lebenslange Garantie, 30 Jahre sagt man da. Ich denke, auch so eine Kabine, die ein bisschen teurer ist als günstige Vergleichsprodukte, auf 30 Jahre gerechnet, wenn man mal guckt, wie teuer so ein Thermenbesuch ist, hat sich so eine Sauna erstaunlich schnell wieder, wie sagt man, reingeholt. Genau, wir packen jetzt einen Chat einen Link in diesen Webinar-Chat hier. Wer da drauf klickt, hat automatisch 100 Euro Preisnachlass, wenn später was bestellt wird. Schaut euch gerne mal auf Clearlight um. Wir schicken auch in der E-Mail, die jetzt jeder bekommt, einen kleinen Produktkatalog. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Größen. Wir haben die in der Familie die Sanctuary für 2 Personen. Die hat, ich glaube, knapp 6.000 Euro gekostet. Mal runtergerechnet auf 30 Jahre Garantie. Das sind, ich glaube, 10 Euro im Monat. Ich denke, das ist in Ordnung. Oder habe ich mich verrechnet? Naja, vielleicht so 15, 16 Euro im Monat. Ich denke, das ist in Ordnung dafür, dass man wirklich auch jeden Tag rein kann. Das ist weniger als 1 Euro pro Sitzung. Es gibt die natürlich auch in groß, es gibt die in ganz klein. Genau, schaut euch gerne mal um. Alles, was ihr da auch mit Clearlight nennt, gerne unseren Rabattcode. Da könnt ihr satte 100 Euro sparen. Ich denke, das ist auch eine gute Starthilfe. Und es unterstützt auch hier unsere Arbeit. Also da bekommen wir auch eine kleine Provision darüber. Genau. Habe ich was vergessen? Nee, du hast das sehr schön gemacht. Ach, danke schön. Ja, und auch das nochmal, das ist jetzt wirklich auch ein Thema. Sauna und Infrarotsauna haben sich wirklich viele bei uns gewünscht, weil, also Corona geht jetzt schon 1,5 Jahre und es wird auch noch ungefähr 1 Jahr dauern, bis wir wieder komplette Normalität haben. Viele konnten keinen Urlaub machen. Viele haben sich gesagt, Mensch, ich kann nicht in Wellnesshotels, ich kann nicht mehr in die Therme gehen. Viele wollen sich jetzt einfach ein Stück Wellness und ein Stück Urlaub nach Hause holen. Und da ist so eine Infrarotlichtsauna wirklich eine ganz tolle Sache, um einfach ein Stück
Stück Urlaub und ein Stück Wellness daheim zu haben, in das man jederzeit eintreten kann. Und wer das volle Modularsystem hat, also auch mit Musiktherapie, Lichttherapie, Aromatherapie, der hat da wirklich wie so ein kleines Wellnesshotel bei sich zu Hause. Ja, hat viele, genau, ich glaube, das, ja, kann man mal so stehen lassen. Aber einfach nur dieses, viele wollen sich ein Stück Urlaub nach Hause holen oder das Gefühl haben, dass es jetzt doch nicht alles für die Katz war, das Ganze warten. Ich denke, mit so einer Clearlight-Sauna hat man zu Hause eine schöne Investition, vor allem auch in die Gesundheit. Ja. Da würde ich nochmal auf dieses kleine Panel mit eingehen. Ihr habt vorhin schon gesehen, von mir dieses kleine Rotlichtpanel, was ich selber auch nutze. Und es gibt von Clearlight einen Ableger, das ist das Aurora-System. Das funktioniert ähnlich. Dort können wir die Lichttherapie auch direkt ins Wohnzimmer holen. Wer das jetzt im kleinen Sinne mal testen will, oder auch nur von den Effekten jetzt der Nahinfrarot- und Rotlichttherapie profitieren will. Das Aurora ist im Prinzip eine kombinierte Therapie. Ne? Das nutzt dieses 660 Nanometer Licht, also das Rotlicht, und das 860 Nanometer Nahinfrarot, also diese kurzwelligen mit der hohen Eindringtiefe, und hat eben diese Wirkung, die wir vorhin schon hatten, dass das Rotlicht die Photorezeptoren aktiviert, Mitochondrien, und damit Energie produziert, ATP. Und das ist, was ich so am Nachmittag immer noch mal als, ja, kleinen Energiesnack, sage ich mal, nutze. Oder hier haben wir geschrieben als Photonenkaffee. Einfach Geiles nochmal Wort. gen ja, selbst ausgedacht. Geiles Wort. Das lassen wir uns patentieren. Ja. Also wieso nochmal der Kaffee am Nachmittag, um nochmal neue Energie zu schöpfen. Ich nutze das sehr gerne nochmal nach meinem Hauptjob dann, um wieder neu durchzustarten. Zum Beispiel nochmal Webinare aufzunehmen. Vorhin lag ich auch nochmal drunter. Und da haben wir einfach nochmal wie so eine frische Energie. Das wirkt auch sehr gut. Und es gibt es von Aurora in unterschiedlichen Größen. Im Bild sehen wir jetzt hier so ein ganz kleines, smartes Ding und jetzt hier so ein großes. Wir können es wirklich auf kleinstem Raum machen, punktuell einsetzen. Wir haben auch hier keine elektromagnetischen Felder. Und auch vom Preis her, wie, ich vergleiche es jetzt mit der Kaffeemaschine, wie eine sehr, sehr gute Kaffeemaschine für 499 € dieses Aurora Mini. Was auch nochmal unter dem Link, der im Chatfenster ist, dann direkt schon reduziert ist, um minus 100 €. Und das Plus, also die große, für die großflächige Bestrahlung, auch mit einem Standfuß für 999 € statt 1299 €. Hier sind 300 € schon minus. Und das einfach, wer jetzt sagt, die Infrarotlichtkabine ist mir jetzt zu viel oder ich will erstmal die Effekte von Rotlicht testen, da ist das wirklich eine super coole Sache, auch eine super gute Investition. Ich habe mein Panel jetzt, glaube ich, schon 3 Jahre, verwende das fast täglich. Super Sache auch für einen gezielten Einsatz. Ich habe das nach meiner Marathonaktion direkt die Beine damit bestrahlen können. Letztens hatte ich mal ein Problem im Lymphsystem, habe darauf auch direkt drauf gestrahlt. Also super Anwendungsmöglichkeiten und super praktisch. Hat halt auch nicht jeder den Platz daheim oder eine Garage oder einen Garten oder einen Keller oder so. Aber für so einen kleinen Paneel hat man, denke ich. Man kann es auch in die Tür hängen, an die Wand hängen. Viele lassen sich bei der Arbeit von hinten damit bestrahlen. Es ist anders, aber es ist auch für alle, die es im Alltag nutzen wollen, aber vielleicht ja, nicht den Platz oder vielleicht auch nicht das Budget für eine große Sauna haben. Ja, jetzt haben wir noch mal einen kleinen Exkurs, wie man die Entgiftung in der Infrarotlichtsauna noch zusätzlich anregen kann. Und auch bitte hier, wer wirklich eine starke Entgiftungskur macht und täglich in die Infrarotlichtsauna geht und viele Sachen einnimmt, die entgiften, bitte erst gucken, ob Leber und Darm fit sind, damit die Giftstoffe, die man freisetzt aus dem Körper, dass die auch gut entgiftet werden können. Das ist nicht automatisch der Fall. Also bitte erstmal Darm und Leber checken. Da haben wir in den Entgiftungswebinaren auch wichtige Tipps. Und da würde ich jetzt schon mal ein paar Sachen sagen. Und nach unserem Vortrag gleich kommt noch eine kleine 6-minütige Einspielung von der Anila aus München. Die Anila ist Heilpraktikerin, hat eine eigene Heilpraxis und ist pharmazeutische Angestellte und hat noch ein paar sehr gute Ergänzungen und Tipps für die Entgiftung in der Infrarotlichtsauna. Das kommt dann gleich. Vielen Dank schon mal an die Anila. Und jetzt schon mal ein paar Tipps, was man machen kann, bevor man in die Infrarotlichtsauna geht, um die Entgiftung anzuregen. Das eine ist Eichhasextrakt. Das ist ein Heilpilz, der die Lymphe zusätzlich anregt und der nochmal stärker wirkt, wenn man ja, regelmäßig in die Sauna geht. Das nächste ist Chlorella. Habe ich sogar hier ein bisschen. Ich verzichte, das jetzt in die Kamera zu halten. Chlorella ist eine Mikroalge, die eine ganze Menge Chlorophyll enthält. Und Chlorophyll
ist im Grunde wie eine Antenne für Infrarotlicht. Das heißt, wir essen was Grünes, also es kann auch Salat sein, es können Wildkräuter sein, aber Chlorella ist halt mit Spirulina die stärkste Quelle für Chlorophyll. Wir essen das Chlorophyll, es wird in den Körper aufgenommen, es wird verteilt und es wird in den Mitochondrien angereichert, das Chlorophyll, und verstärkt die Absorption von Infrarotlicht in den Mitochondrien. Das ist nochmal ein Verstärker von Infrarotlicht, das Chlorella. Und hilft eben auch bei der Entgiftung. Also da haben wir ganz viele Fliegen mit einer Klappe. So, B-Vitamine sind vor allem für diejenigen gut, die gerne abnehmen wollen, weil die Stoffwechselförderung durch B-Vitamine verstärkt werden kann in der Infrarotlichtsauna, vor allem mit Niacin, B3. Proteine erhöhen den thermogenen Effekt. Das heißt, man schwitzt noch ein bisschen besser. Rote Beete und Ingwer erhöhen die Durchblutung. Also so eine Rote Beete-Salat oder Rote Beete-Saft vor dem Gang in die Sauna oder ein Ingwertee. Super, damit die Blutgefäße sich noch besser weiten können. Und Omega-3-Fettsäuren generell, eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren hat den Effekt, dass die Zellmembranen noch mal besser Infrarotlicht absorbieren können. Das heißt, unser ganzer Körper wird noch ein bisschen besser in Schwingung versetzt, wenn wir ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind. Es gibt nur wenige Substanzen in der Natur, die Infrarotlicht direkt absorbieren können. Omega-3-Fettsäuren gehören dazu. Und das ist auch ein Grund, warum Omega-3-Fettsäuren so wichtig für unsere Augen sind, weil sie eben Licht absorbieren und in Signale überleiten können. Also ohne Omega-3 könnten wir nichts sehen, aber ähnliche Mechanismen sind es auch, die in der Infrarotlichtsauna genutzt werden können. Genau, dann würde ich noch so ein paar Kontraindikationen, das sind die, für die jetzt eine Infrarotlichtsauna vielleicht nicht so naheliegend ist, beziehungsweise das bitte mit einem Arzt vorher abklären. Es wird nicht empfohlen, bei einem zu niedrigen Blutdruck in die Infrarotlichtsauna zu gehen. Autoimmunerkrankungen bedürfen offiziell einer ärztlichen Erlaubnis, bevor sie in eine Infrarotlichtsauna gehen. Es ist eigentlich kein Problem, es ist eigentlich auch eher gut. Es regt die Entgiftung an, aber braucht offiziell die ärztliche Erlaubnis. Das müssen wir hier aus rein rechtlicher Sicht auch sagen. Während der Schwangerschaft wird es auch nicht empfohlen. Während grippalen oder viralen Infekten auch nicht. Also wenn man geschwächt ist, soll man nicht unbedingt in die Sauna gehen, sondern insgesamt, um den Körper robust zu halten. Nicht, wenn man schon sehr geschwächt ist. Wenn man eine Wärmeunverträglichkeit, wenn man eine Venenschwäche oder Krampfadern hat, auch eher ungünstig, und wer einen Komplex an chronischen Erkrankungen hat, wo man vielleicht die Ursachen nicht kennt, auch vorher mit dem Arzt drüber reden. So, ich will jetzt keinem hier Angst machen, aber aus rein rechtlicher Sicht müssen wir das hier sagen. Vor allem, wer bestimmte Indikationen im Herz-Kreislauf-System hat, wie zu niedriger Blutdruck oder Krampfadern oder Venenschwäche, sollte bitte vorher mit dem Arzt drüber reden. Und für alle anderen würde ich sagen, go for it. Genau, ein paar häufig gestellte Fragen, die jetzt wahrscheinlich auch gerade kommen, die ich einfach gerne vorwegnehmen möchte. Können Kinder mit in die Sauna? Ja, auf jeden Fall. Wie lange sollte ich in der Sauna sein und wie häufig? Das ist jedem selber überlassen. Man kann jeden Tag in die Sauna, man kann auch nur einmal die Woche in die Sauna, und man bleibt so lange drin, wie es angenehm ist. Also je länger man drin ist, desto stärker schwitzt man. Aber man gewöhnt sich natürlich auch an die Hitze, man gewöhnt sich an das Schwitzen, ausprobieren, im Zweifel ein bisschen kürzer anfangen und dann langsam steigern. Welche Heizkörper sind empfehlenswert? Das sind tatsächlich die von Clearlight die besten. Ganz einfach. Lohnt sich der Kauf überhaupt? Die Sauna ist doch sonst nur eine Abstellkammer. Das haben auch viele gefragt. Eine klassische Sauna wird von vielen, wenn nicht die meisten, irgendwann als Abstellkammer genutzt. Eine Infrarotlichtsauna erfahrungsgemäß nicht. Aus praktischen Gründen ist die einfach häufiger in Gebrauch. Ist weniger platzsparend, also es ist keine Abstellkammer. So. Ist ja schädlich für die Augen. So eine Strahler, wie von Aurora, da wird empfohlen, nicht direkt reinzugucken, beziehungsweise da gibt es so spezielle Brillen. In der Infrarotlichtsauna ist es nicht schädlich für die Augen, weil das Licht eher von hinten auf den Kopf scheint, nicht von vorne kommt. Ist es nicht schlecht für die Haut? Da werden wir ein paar Studien mit anhängen. Es regt die Kollagenproduktion an. UV-Licht ist das Problem. Bei zu hoher Exposition ist UV-Licht ein Problem für Kollagen, aber das ist nur, wenn wir zu viel in der Sonne sind. Bilde ich in der Infrarotlichtsauna Vitamin D? Nein, leider nicht. In der Sonne ja, in der Sauna nein. Im Winter würde ich sogar empfehlen, zusätzlich Vitamin D einzunehmen. Das ist nochmal einfach die Wirkung auf den Körper verstärkt vom Infrarotlicht, weil in der Natur, wenn wir Infrarotlicht ausgesetzt sind, ist meistens Sonne. Das heißt, unser Körper hat dann meistens auch Vitamin D. Das heißt, wenn wir im Winter in die Infrarotlichtsauna gehen und Vitamin D einnehmen, ist auch hier eine sinnvolle Sache. So, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Ziemlich. Dann würde ich nochmal zusammenfassen, oder? Gerne.
Ja, was wir am Anfang gesagt hatten, also ohne Licht kein Leben. Wir haben jetzt festgestellt, dass Licht unsere Zellen in vielerlei Hinsicht beeinflusst, positiv. Wir hatten von 18 Wirkungen genannt. Es sind energetisierende Wirkungen, aber auch regenerierende Wirkungen, die jetzt insbesondere durch Infrarotlicht dann auch in Rotlicht dann herauskommen. Verschiedene Frequenzen erzeugen unterschiedliche Wirkmechanismen. Deswegen hat man auch die Unterschiede zwischen Rotlicht, Nahinfrarot und den Ferninfrarot-Spektren. Und wir können die therapeutisch nutzen für verschiedene Krankheitsbilder, als auch präventiv. Ja, also man muss nicht immer erst das Kind in den Brunnen gefallen sein, man kann Infrarotlicht jederzeit einsetzen oder nutzen, auch durch Sonnenlicht. Und die Wirkung ist durch tausende Studien belegt. Du hast gesagt, in der Folgemail sind nochmal viele Studien mit drin. Wir haben hier in der Präsentation viele Studien, da gerne nochmal reingucken. Und von den Wirkungen her hat man den Energiestoffwechsel, der positiv beeinflusst wird, durch Blutung und Lymphtätigkeit. Wir hatten Schmerz- und Entzündungslinderungen, gerade auch für Leistungssportler, Alltagssportler, eine bessere Leistungsfähigkeit, höhere Regeneration. Und auch ganz interessant, die Themen, die du jetzt rund um Entgiftung genannt hast. Da kann einfach zu einer klassischen Entgiftung eine Infrarotsauna nochmal super mit unterstützen. Und auch Kollagensynthese ist auch, denke ich, für jedermann mit interessant, das Hautbild zu verbessern, auch Gelenke und Bindegewebe einfach mit zu stärken, zu unterstützen. Also so die Hauptvorteile, die wir hier genannt haben, die hier durchkommen. Und genau, wie man am besten da rankommt, natürlich Sonnenlicht. Ne, jetzt im Sommer die beste Zeit dafür oder auch am Abend. Das werden wir jetzt auch am Wochenende machen, ein schönes Lagerfeuer, da einfach eine schöne Stimmung aufkommen lassen. Und dann für zu Hause, wenn man sich das Lagerfeuer Sonnenlicht nach Hause holen will, dann die Infrarotsaunen. Mit Clearlight haben wir da wirklich das beste Gefühl. Ich denke, das ist ja auch gut durchgekommen, auch die Vorteile, warum wir das empfehlen. Und ja, in Mini-Variante dann oder in Rotlicht-Variante dann die kleinen Paneele. Und damit, ja, wäre das die Zusammenfassung und ja, denke ich, ein spannendes Webinar. Hat mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt haben wir knapp eine Stunde. Ich denke, das war zeitlich im Rahmen. Jeder sollte jetzt eine E-Mail im Posteingang haben, wo auch nochmal die wichtigsten Links drin sind, wo die Aufzeichnung, das Skript drin ist. Wir werden auch am Sonntag wahrscheinlich nochmal eine E-Mail schicken mit weiteren Tipps und Empfehlungen und auch die häufigsten Fragen beantworten. Es wird gleich, wenn wir jetzt fertig sind, noch ein kleines Video von der Anila kommen, von Anila Lohn aus München. Die wird nochmal ein bisschen über die Entgiftung reden. Und dann, ja. Haben wir noch eine schöne Fragerunde? Also Fragen können dann gerne rund um das Thema gestellt werden und schauen wir mal, was wir davon beantworten können. Aber an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank erstmal für eure Zeit und Aufmerksamkeit, für das rege Interesse, die vielen Fragen, die schon vorab gekommen sind. Und vielen Dank, lieber Martin. Ja, sehr gerne. Bis später. Ciao. Sehen wir uns gleich in der Fragerunde alle wieder. Und na, sehr schön. Mach's gut. Ciao.